Das Impfen hat begonnen, aber nicht für jeden. Wie gerecht ist das? Wie gerecht ist das? Was sagst du dazu? Ja, natürlich ist es eine große Ungerechtigkeit, die wir momentan sehen. Es gibt mehrere Impfstoffhersteller. Die EU hat sich einen riesen Batzen gesichert. Die Großbritannien, USA, die reichen Länder haben sich Impfstoffe gesichert. Es ist eigentlich eine Sensation, dass von Tag 1 schon so viel Impfstoff überhaupt da ist, ja. Aber es ist natürlich noch für diese ganzen, für diese Anzahl in der Bevölkerung viel zu wenig. Völlig klar. Und das kommt einem auch ungerecht vor. Und ich sehe es auch so, dass das natürlich eine Ungerechtigkeit ist. Aber es ist irgendwo eine Ungerechtigkeit, die wir, glaube ich, aushalten müssen. Weil eigentlich klar sein musste, dass der Impfstoff nicht gleich für Millionen von Menschen reicht, nicht gleich für die, auch für die Menschen, die wir jetzt am meisten schützen wollen, in den Altersheimen und die Schwerkranken und Vorbelasteten, sodass wir also da diese Ungerechtigkeit wohl aushalten müssen. Noch ein anderes Thema ist natürlich, oder noch schwieriger ist es natürlich, wenn wir noch in die anderen Länder gucken, die also überhaupt noch keine Chance auf einen Impfstoff hatten. Es ist ja auch schwer aushaltbar, die Ungerechtigkeit, weil bei uns wurde es erforscht, wir haben in die rein investiert, wir haben vorbestellt, wir haben noch nicht mal die Menge jetzt bekommen oder werden noch nicht mal die Menge bekommen, die wir bestellt haben als EU. Ist es jetzt nicht verständlich, dass Menschen sagen, komm, wir überbieten jetzt das und zahlen noch mehr, damit wir wenigstens diesen Stoff dann bekommen, den wir vorbestellt haben? Ja, es ist natürlich so, dass bei uns jetzt, sage ich mal, das Know-how ist. Also bei uns wurde der Impfstoff entwickelt, bei uns wird er abgefüllt und so weiter. Bei uns ist das Geld. Das ist richtig, aber gerade eine Pandemie, ja, also die pandemisch ist, also auf der ganzen Welt überall ist, ja, da können wir ja nicht auf uns selbst zurückziehen und sagen, ja, wenn wir jetzt alle geimpft sind, dann ist die Pandemie für uns erledigt, ja. Das funktioniert ja nicht. Bei einer Pandemie müssen wir an alle auch denken. Und ich finde gerade, dass wir in der Corona-Krise jetzt auch merken, dass wir die letzten Jahre nicht nur als Einzelne, auch als Einzelne, aber auch als Länder, als Gemeinschaften auch von Ländern uns schon in eine gewisse egoistische Richtung entwickelt haben. Einfach, dass jeder wirklich schon ganz schön stark und immer vermehrt nur noch auf sich guckt. Ja? Und dass wir die Allgemeinheit und das Gemeinwohl vernachlässigt haben. Und das merken wir jetzt natürlich ganz extrem bei dem Thema Impfstoffverteilung. Impfstoff, da fällt uns das jetzt auf die Füße, dass wir eigentlich in dem Sinne Egoisten sind, ja, und wenig an die anderen denken, an die armen Länder, die sich überhaupt keinen Impfstoff leisten können. Afrika, Brasilien leidet unglaublich. Man sieht die Toten vor den Krankenhäusern quasi direkt, vor den Krankenhäusern sterben die Menschen, weil sie keine Sauerstoff haben. Also wir müssen, glaube ich, wir können, glaube ich, aus dieser Pandemie lernen, wieder mehr als Weltgemeinschaft, auch als Menschheit zusammenzustehen. Was meinst du, wie kann der christliche Glauben einen Beitrag leisten, dass wir die Pandemie überwinden? Ich denke, dass wir uns ja als Christinnen und Christen auf der ganzen Welt als Kinder Gottes verstehen, also als Teil der Schöpfung, als Geschöpfe auf dieser Erde und als eine große Menschheitsfamilie eigentlich. Und von daher glaube ich also, dass uns diese Gedanken der Solidarität untereinander und des Aufeinanderachtens, ja, ja nicht fremd sind. Also wir achten eigentlich aufeinander, wir achten aufs Gemeinwohl. Das äußert sich zum Beispiel ganz klar finanziell in den Hilfswerken, in den kirchlichen. Also jetzt zum Beispiel bei den Sternsingern haben wir wieder Geld gesammelt, um es in Länder zu geben, die es nicht so gut haben wie wir. Aber ich finde, das ist auch eine Sache des jedes Einzelnen. Ja? Also wir alle können auch zusammen, jeder Einzelne kann auch darauf achten, dass wir uns eben als eine gemeinsame Familie verstehen und auch so unseren Glauben eben leben. Also wir sehen, das Impfangebot für alle ist erstmal natürlich nicht gegeben. Das ist ungerecht. Auf der anderen Seite sehen wir aber, wir müssen über den Egoismus des Einzelnen und der Nation hinwegkommen und stärker das Gemeinwohl, das auf der ganzen Welt im Blick haben und schlussendlich selber auch etwas aktiv dafür tun, dass wir als Menschheitsfamilie zusammenhalten.